Wieder einmal ist es soweit. Wir haben die große Freude, eine neue Ausstellung der NÖART, Niederösterreich Gesellschaft für Kunst und Kultur, bei uns beherbergen zu dürfen. Dieses Mal hauptsächlich unserem Mittelpunkt des Museums treu geblieben, der Skulptur der Plastik gewidmet. Gedachte Wirklichkeiten, mehr als genug. Abstraktion in der Skulptur, ja, trotzdem geht jeder hin und überlegt, wie er diese Abstraktion für sich selber wieder aufheben kann. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, mit den Künstlerinnen und Künstlern, die diese Werke geschaffen haben, auch in den Dialog treten zu können. Und dann freut es mich besonders, dass Künstlerinnen und Künstler, die heute ihre Werke hier ausstellen, bei uns zu Gast sind. Ich darf begrüßen Barbara Sütsch, Gabriele Kutscherer, Joachim Hoffmann, Oskar Höfinger, Talosch Kedel und Ilse Czerny. Bei uns sehr, sehr herzlich willkommen. Erwerben. Ja, auch von mir, von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich begrüße auch sehr herzlich im Namen von Silvi Aigner. Silvi Aigner sollte heute hier zur Ausstellung sprechen. Sie ist die Kuratorin der Ausstellung. Wir haben es gemeinsam gestaltet. Silvi Aigner musste aber überraschend nach Berlin fliegen. Also ich habe auch meine Unterlagen mit. Ich werde ja ein bisschen eine Lesung auch draus machen. Zum Thema Skulptur. Die Skulptur hat ja seit jeher einen hohen Stellenwert in der bildenden Kunst. Denken Sie nur an die Skulpturen der griechischen und der römischen Kunst, an die Skulpturenportale der Früh- und der Hochgotik, den Skulpturen der italienischen Renaissance, der Bildhauerkunst des Barock oder dann auch an die großen Aufträge, die die Bildhauer des Klassizismus und des Historismus erhalten haben. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gab es auch eine Menge Skulpturen der sogenannten Trivialkunst. Die sind ein Ausdruck dafür, wie sehr Bildhauer damals von ihren Auftragnehmern beeinflusst worden sind und eigentlich von ihnen verpflichtet worden sind, diese Skulpturen herzustellen. Einen Aufbruch gab es dann unter Rodin, Glembrook, Maillol, um nur einige zu nennen. Das war der Aufbruch in die Moderne. Das Körperliche wurde mit einer neuen Form weiterentwickelt in einer neuen Formensprache. Es sind abstrakte Tendenzen dazu gekommen. Gemessen an der internationalen Kunstentwicklung ist diese Entwicklung in Deutschland, allerdings ist dieser Aufbruch in Österreich erst sehr verspätet entstanden. Dies gilt eben auch für die Übernahme der abstrakten Tendenzen, die erst nach 1945 Eingang in Österreich gefunden haben. Einer der Künstler, der aber schon in der Zwischenkriegszeit mit abstrakten Formen gearbeitet hat, ist Albert Bechtold. Er hat sich mit kubistischen und abstrahierenden Formen auseinandergesetzt, jedoch war sowohl die politische, wirtschaftliche als auch gesellschaftliche Umfeld damals für diese Art von Kunst nicht ein gutes Pflaster. Bechtold wurde auch 1938 von der Akademie abberufen. Er hat dann nach dem Krieg versucht, zwei Jahre hindurch seine Stelle wiederzubekommen, die ist allerdings dann durch Fritz Wotruber besetzt worden. Und die Wotruber-Schule stand dann schlichtweg für die zeitgenössische Skulptur nach 1945. Es kommt dann zu einer sehr rasanten Entwicklung der Skulptur mit vielfältigen und unterschiedlichen Erweiterungen. Es lässt sich eigentlich ein verbindender Begriff für die Skulptur gar nicht mehr definieren. Auch die einzelnen Schüler der Wotruber Schule sind nicht mehr einordnbar. Es geht jeder seine eigenen Wege. Wotruber hat am Figuralen festgehalten und auch an der Steinskulptur. Das hat dann auch dazu geführt, dass einige Schüler von ihm ins Ausland gegangen sind, um dort ihre Ausbildung weiterzuführen. Andere, wie der Oswald Stimm zum Beispiel, haben sehr früh dann versucht, mit verschiedenen Materialien eine andere Art von Skulptur zu entwickeln.
Einen besonderen Einfluss auf die zeitgenössische Skulptur hat dann allerdings die Malerei gehabt, und zwar das Tafelbild. Mit dem Tafelbild sind die Maler auch in den Raum hineingegangen und haben das Publikum mit einbezogen. Und das war dann sehr charakteristisch in den 60er Jahren und hat dann auch zu einer sehr radikalen Materialerweiterung geführt. Das heißt, die Künstler haben begonnen, mit ganz anderen Materialien zu experimentieren und zu arbeiten. Und anstelle von einer Geschlossenheit oder einer Dreidimensionalität wurde der Begriff Skulptur neu definiert. Man hat das Publikum mit einbezogen, es gab Raumgestaltungen, Installationen bis hin zur Architektur. Es wurden auch simple Formen eingesetzt oder auch Materialien, die in einem industriellen Verfahren hergestellt worden sind. Die sollten also das Verhältnis von Raum und Zeit ein bisschen vermindern. Man darf sich aber jetzt nicht vorstellen, dass das eine lineare Entwicklung war in der Skulptur. Selbst bei Josef Bilhofer, der als einer der ersten in Österreich autonome gegenstandslose Plastiken gestaltet hat, wechselte die kubistische Formauffassung mit Abstraktion und mit Realismus. Unter den Studierenden der Wottruber Klasse finden sich eigentlich die großen Namen der österreichischen Bildhauerei. Wenn man jetzt einmal die Jahre von 1947 bis 1953 nimmt, haben bei Wottruber studiert Rudolf Kedel, Josef Bilhofer, Wander Bertoni, Rudolf Hoflehner, Heinz Leinfellner und der aus Kärnten stammende Otto Eder. Die haben dann zusammen mit den Studenten der nächsten Jahrgänge, darunter eben Alfred Czerny, Ioannis Avramidis, Rydlicka, Andreas Urteil, Roland Göschl und Oswald Oberhauer, die Bildhauergeneration nach 1945 dargestellt. Es gab dann aber auch noch eine besondere Stellung von Karl Brandl. Karl Brandl, der 2010 verstorben ist, der hat eine ganz eigene abstrakte Formensprache abseits der Wottruber Schule entwickelt. Und auch eine ganz andere Formensprache, die sich eher an Jean Arp und an Henry Moore orientiert hat, ist der 1934 geborene Franz Xaver Oelzand. Von Franz Xaver Oelzand haben wir leider keine Skulpturen in dieser Ausstellung. Es gibt derzeit eine ganz große Ausstellung im Niederösterreichischen Landesmuseum, wo fast alle verfügbaren Arbeiten aus dem Atelier zu sehen sind, mit vielen, vielen Leihgaben. Ich kann Ihnen diese Ausstellung wirklich nur sehr ans Herz legen. Das ist eine ganz fantastische Schau. Vielleicht haben Sie mal Zeit, ins Landesmuseum zu fahren. Ja, und wenn wir mit über die abstrakte Skulptur sprechen, dürfen wir auch einen Namen nicht vergessen, das ist Osamu Nakajima. Er wurde 1937 in Japan geboren und kam dann 1969 zum zweiten Steinbildhauer-Symposium nach Linderbrunn. Und von diesem Zeitpunkt an ist er dann nach Österreich übersiedelt und hat bis zu seinem Tod im Frühjahr 2013 in Langenstein bei St. Georgen an der Busen gelebt und gearbeitet. Ja, meine Damen und Herren, auch ich darf Sie recht herzlich hier begrüßen in Langenzersdorf, vor allem die Künstlerinnen und Künstler, die angehörigen Künstler, zu dieser Ausstellungseröffnung. Die NÖART hat es ja sich zur Aufgabe gemacht, Kunst in unsere Gemeinden zu bringen. Kunst und Kultur ist auch ein wesentlicher Schwerpunkt in Niederösterreich. Und Sie bringen mit diesen Ausstellungen eben wirklich uns auch verschiedene Genres, verschiedene Stilrichtungen immer auch näher. Abstraktion ist dieses Mal das Thema, gedachte Wirklichkeiten. Und gerade bei der abstrakten Kunst ist es auch immer schwierig, hier vielleicht einen Zugang zu finden. Und da kann ich nur sagen, Dankeschön, Herr Steilhammer, für die einführenden Worte. Auch in Vertretung von der Frau Eigner. Also ich muss jetzt so gestehen, ich habe es jetzt nicht als Lesung empfunden, sondern für mich war es wirklich auch interessant, und ich glaube, wenn man dann ein bisschen durchgeht, ist es wirklich leichter, hier einen Zugang zu finden zu den einzelnen Werken. Langenzersdorf selber hat sich ja schon als regelmäßiger Ausstellungsort für die NÖART etabliert. Ich selber komme jetzt auch schon vor wie ein Stammgast, also ich bin doch auch regelmäßig da. Gerade heute, gerade bei diesen Werken, vielleicht weil es abstrakt sind oder die Skulpturen, also ich muss sagen, wenn man hereinkommt, man hat sich schon auch von diesen Werken, ich zumindest, gefangen gefühlt, also, und angesprochen gefühlt. Ja. Auf der einen Seite polarisiert natürlich Kunst und Kultur immer wieder. Nicht? Was dem einen gefällt, ist bei dem anderen überflüssig, der braucht das gar nicht. Und
So ist es, glaube ich, wichtig, dass man hier auch einiges sehen kann, auch miteinander diskutieren kann, sich das anschauen kann und auch gerade heutzutage in unserer technisierten Zeit, unserer Zeit, wo man auf Erfolg und auf Werte oder auf Sachwerte aus ist, wendet sich der Mensch, und das zeichnet, glaube ich, auch den Menschen auch aus, immer mehr auch der Kunst zu, einerseits als Betrachter, und es freut mich, dass wirklich so viele Interessierte auch da gekommen sind, andererseits aber auch als aktiver Künstler zum Teil, als Hobbykünstler, um einen Ausgleich zu finden zu seinem normalen Berufsleben, aber auch eben wirklich, um hier das auch zum Broterwerb zu machen. Und daher lade ich Sie auch ein, wirklich auch hier sich mit den Werken nochmal auseinanderzusetzen. Frau Dr. Streihammer und die Künstler stehen ja auch hier heute zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend, eine gute Unterhaltung und darf in Vertretung des Landeshauptmanns Dr. Erwin Bröll die Ausstellung offiziell für eröffnet erklären. Danke.